Heidi ho, ihr Lieben! Willkommen zu dem zweiten Part Splatoon Offline. Und wir werden heute auch in die zweite Welt reingehen. Also, die, ja, ich werde euch gleich zeigen, was ich meine. Ich habe so scheiß Schnupfen. Das glaubt ihr nicht. Octo-Distrikt. Splatoon. Die einzigartige Welt. Vom meist erschaffen Grand to Best Alisa Gabriela. Spaß, Leute. Wir sind nicht so, weiß ich nicht, was haben wir hier? Diese zweite Welt meinte ich, das haben wir heute gemacht. Jetzt werden wir mal die zweite Welt starten. Das war, glaube ich, wartet mal, Leute. Der erste Bossfight, okay. Das ist dann das dritte, ne? Yeah. Okay, dann müssen wir jetzt ins vierte Level rein. Oh Gott. Ich muss hier das vierte Level finden. Was ist das hier für Level? 6. Wo ist das denn? Ah, ist 7. Ist nicht das, ist das das vierte? Ich glaube, das ist das vierte. Da müssen wir auch hin. Das fünfte. Schwamm drüber ist das fünfte. Ach, Leute. Lasst uns jetzt einfach dieses fünfte machen. Dann das sechste, das siebte. Ich glaube, es gibt kein viertes. Das vierte war, glaube ich, der erste Boss. Sagen wir mal so, und wenn das vierte noch kommt, machen wir das halt noch zusätzlich. Das vierte Level. Machen wir jetzt einfach für Schwamm drüber. Das würde ich auch erklären, dass es sich mit den Schwämmen auf sich hat. Ganz normale Schwämme. Kann man nachspritzen, dann werden sie größer. Wenn jetzt zum Beispiel einer der Gegner hier den trifft, oder ja. Ich werde euch das zeigen, wenn einer der Gegner so einen Kugelball dieses Ding hier trifft, diesen Schwamm, passt mal auf, Leute, dann wird das Ding kleiner. Das ist gut. Sollte man aufpassen, dass es schon in der Luft ist und darunter kein Boden ist. Es geht nicht. Hola, Magica. Das hier. Rübergesprungen. Ja, dann machen wir mal weiter hier. Punkte abfarmen hier. Octobälle kaputt machen. Geht kaputt. Gut so, immer schön kaputt gehen. Lass uns nicht von fremden Leuten sprechen. Was soll ich mal hier mal sagen, ey? Spaß. Ich nehme mal Farbe. Boah, das war eine Menge Stuff, ey. Das war eine Menge vieler Stuff. Gibt's hier vielleicht ein Secret? Lol, ich glaube echt, hier gibt's ein. Da ist dieses Holz da ein Secret, ich glaube nicht. Ach, soll mal.
das da hin? Das ist mir egal. Ist mir doch egal. Ich bin doch egal. Nehmen wir hin. Ich glaube, hier gibt es ein Secret. Nein, gibt es kein Secret. Ich nicht. Punkte abfarmen hier. Den da und den da. Gut. Von Sprengen. Hey! Alter, was ist heute los mit mir? Nein, das ist extremst gefährlich, da muss ich echt aufpassen. So ein Spann, der weiß doch gar nicht, wo ich bin. Ja, als ob. Als ob der das gemacht hat, Mann. Nein, du hast mich nicht gesehen. Da passe ich noch hin. Treffe ich den? Mann, warum treffe ich den denn nicht? Dann. Die sind einfach zu blind. Ist der zu blind oder so? Hallo, Hackfresse. Er ist zu blöd, um mich zu sehen. Wartet, let's attacken wir den. So, das hätten wir auch schon. Das wäre dann geklärt hier. Ach, wieder so ein Ding. Geil, das liebe ich. Und die Schwellen lassen sich bei diesem Ding auch sofort öffnen. Das ist doch ein riesen Bazooka-Dingens. Wie viele Punkte ich einfach krieg, Alter. Oh, wie weit der fliegt. Oh, wo kommt der hin? Zerspringt in der Luft oder was? Ja, voll dumm. Ach, dann schlittern wir mal weiter hier. Jo, ihr Lieben, das ist jetzt mein Sprichwort. Zum Beispiel wie bei denen. Hallo, meine Jungs, sag ich jetzt zum Beispiel. Das sage ich auch jetzt. Hallo, ihr Lieben, willkommen so. Das werde ich jetzt so sagen, nicht TV-Kinder, das hört sich hässlich an. Erst recht, weil es von Epic Edu kommt. Machen wir weiter. 5. Die 6. Mission, wo waren die 6. nochmal? Da müssen wir hier hin. Das war ja die 6. oder Leute? Das war auch die 6. Mission. Ja, die 6. Von Tinte verwählt? Oder was? Ich hoffe, in meiner neuen Schule ist es bald cool. Das ist meine Lieblingsmusik hier in Splatoon. Die Musik. Richtig geil irgendwie. Ja. Ich kann den jetzt so attackieren. Hallo, entdecke mich. Seh mich doch. Du musst mich ansehen. Das ist voll der Lappen. Alter. Ach, kommt ihr mal. Hier macht mir eh nichts. Also können wir euch kommen. Macht mir nichts. Komm mal hoch. Alles gut, Leute. Die Dinger, ja, da fliegt man hier. Das ist auch neu. Muss man einfach hier gegen schießen. Dann fliegt man halt so hoch. Ne? Das loslässt halt, fliegt wieder langsam runter. So geht's halt. Ja, ist eigentlich nicht kompliziert. Was? Ja, wie viel? Oh, warte mal, was passiert jetzt? Wenn ich ein... LOL! Ich werde einfach darüber gebackt. Wenn ich runtergehe, werde ich einfach darüber gebackt. Wie lol ist das denn? Haben wir wieder... Was? Als ob die mich jetzt gekillt haben, wenn ich gleich sterbe. Komm, back hier durch. Back durch. LOL! Back durch! Was soll gibt's? Gibst du ihn doch, Alter? Jetzt hab ich das sofort geschafft.
Oder wo ich bin jetzt die Folge? Ja, ich hab's geschafft, Mann. Sauber machen. Dann machen wir Daumen hoch. Gut. Oh, hier unten gibt's vielleicht ein Secret. Echt, hier gibt's ein Secret. Lol. Eine Schriftrolle. Die hatte ich noch gar nicht. Und wie geht's hier hin? Ach, wieder hin. Alles klar. Ey. Hier müssen wir. Hier müssen wir. Jetzt hier. Nice. Das bringt eine Menge Punkte. Immer diese orangenen Ballons einsammeln, weil die bringen extrem viele Punkte. Was der Fuck, der fucking Draufballer, voll der Spacke. Ah, das kann ich gut hier. Das ist, glaube ich, alles. Ganz okay, ganz leicht an die Leute. Extrem auf dem geht der ganz leicht. Jetzt ein Secret. Da soll ich, glaube ich, nicht reingehen. Oder das ist Wasser. Inklinge können ja nicht ins Wasser, weil die aus Farbe sind. Wo bin ich denn jetzt hin? Ja, wieso ich jetzt da hochkomme? Ach so, ja, das geht's auch. Stimmt. Das war ein cooler Rush. Nice. Hä, warum sind da Punkte? Ich will die Punkte haben. Komm runter. Oh. So. Ja, schneller, ja. Ich geht schnell. Was ist denn das für ein Kackdienst hier? Ja, geht hoch. Und hier ist auch schon der Elektrowels. Ja, Mann. Voll dumm. Springt vorbei so. Ja, so viele Schriftrollen habe ich schon. Sechs. Wo ist das siebte? Wo ist das siebte? Ich glaube, das siebte Levelchen. Ey, ja. Streichbürsten streiche. Witzig. Streichbürsten streiche. Was ist das? Ah ja, die Dinger, die kenne ich. Ja, klar kenne ich die. Ich habe auch alles durchgespielt. Ja, die machen halt so eine Plattform hier voller gegnerischer Tinte. Lila Tinte. Jetzt haben wir dann eine Menge Points. Und wenn ihr das macht, dann kommt hier sofort wieder gegnerische Tinte. Lila Tinte. Also es kann gefährlich werden, wenn dann ein Gegner kommt und ihr seid schon ein bisschen angesackt wegen dem Zeugs hier. Dann habt ihr ein Problem. Was ist das denn für eine komische Welt? Ah, Rüstung. Willst du schon ja ohne Rüstung schaffen? Ah! So, dann sind wir hier hoch. Ja, komm schon. Wie soll man hier hochkommen? Ach so, packen wir. Alles klar, ganz normal. Was war das für ein Freak? Eine Freak-Show. Ah! Ah! Yes! Yes. Was ist dein Lieblingsessen? Nummer 3. Ich bin die Nummer 3. Nee, die Nummer 1, weißt du? Jetzt Rüstung wieder? Nee, das war ein Punkt. Ah, egal. Weil ich wollte noch gelbe Rüstung. Ah, nee. Wir haben ja schon gelbe Rüstung gesehen. Also. Die gehen auch da lang, dann haben wir richtig viel Zeit. Da die gehen auch hier an der Seite lang. Nice. Nice.
Lol, das ist viele Punkte. Oh, dann hätten wir auch down gekriegt. Nein! Ach, hier gibt's ein Secret, das kenne ich. Hä? Ich denke, hier gibt's ein Secret. Doch, da! Da war ein Ballon. Richtig guter Ballon. Habt ihr das gerade gesehen? Da war gerade, glaube ich, so ein böser. Ja, da oben. Nice. So, dann werden wir hier reinspringen. Noch ein Rüstungsteil, das ist dann die gelbe Rüstung mit der Antenne. Das ist die So, hier ist noch ein Ballon. Dann muss man hier runter. Und einfach hier entspannen. So, dann sind wir schon hier. Da ist auch schon der Elektrowelt. Da, also nach diesem Level machen wir noch ein Level im Level und was auch schon mal ein Part dann, ne? Schlechte Treffen muss gelernt sein. Wir wissen nicht, wo ich bin, ne? Oh! Wer ist hier der Lappen? Wer ist hier der Lappen? Wer ist hier? Digga, soll ich jetzt an denen vorbeikommen? Endlich! Ich dachte schon, den können wir nie wieder weg. Nie wieder weg, ey. Aus der Elektro-Welt! Wo ist das 8? Vielleicht können wir auch alle. Nee, nicht alle Level, nur noch das 8. Level, dann war es das auch. Nee, Leute. Das 8. Level, wo ist das jetzt? Das hatten wir noch nicht gesehen. Da geht's wieder zurück zur ersten Welt, meine ich. Ja, das ist die. Was? Ist das nicht die erste Welt? Doch, das ist die erste Welt, ja. Lol, alle Level verschwinden erstmal so und jetzt kommen die wieder. Ey, it's a prank oder was? Wollen die mich pranken? Das würde ich lassen, ne? Nein. Oh, das würde ich echt lassen. Was ist denn jetzt dieses 8. Level? Ist das hier vielleicht? Ich glaube nicht. Ja, das ist schon schwierig, das Level. 8! Nein! Ach, warum muss das diese? Ach. Okay, von mir aus. Octoling Hinterhalt in der Tümpler-Kuppel. Das hasse ich auf alles. Das ist schon ziemlich schwer. Da kommen so andere Charakter, die wollen einen in der Tümpler-Kuppel so aufhalten. Denn es der Elektrowelt ist halt ein kleines. Ja, ich hab's gecheckt. Kleines Labyrinth. Aber ich weiß, wie man zur gegnerischen Basis kommt. Und da muss man auch hin. Wo ist eigentlich mein. Da kommt schon einer, kommt schon einer. Wie ihr seht, sind die nicht schlecht. Die können sich wahrscheinlich überall verstecken. Egal wo die erscheinen, irgendwo. Auch im scheiß Haus hier irgendwo. Deswegen habe ich immer ziemlich Schiss vor denen. Das wird ziemlich gut sein, geil. Aber das ist erst das erste mit den Octolingen. Ist da. Bist du krass? Komm doch, du Scheiß. Digga, wie gut können die eigentlich ausweichen? Ich hab fast die Tinte wegge. Wie soll ich denn da hochkommen? Checkpoint, nice. Wie soll man denn? Ach so, soll man hochkommen. Stimmt, das war ja so lang. Schnell einfach zum Elektrowelt. Was ist das andere Ding hier? Schnell, beeil dich doch, du Lappen. Nice, das war irgendwie leicht, Leute. Die haben mir kein Leben abgezogen. Und ich hatte dann noch eine Rüstung. Und ziemlich nice, finde ich. Das war's.
Ernsthaft? Okay. Oh, hier ist das. Level 4. Oh, da müssen wir Level 4 doch noch machen. Was? Herze? Ach so, da stehen noch die... Nein, jetzt. Wo bin... Nee, das ist das letzte Level. Da wollen wir ja sicher nicht hin. Also Leute, das war's für dieses Video. Schau bei Epic Edo vorbei, Maurice TV, geile Kulomaro. Mach's gut. Ciao.